Also meine Damen und Herren, es ist wieder mal 17 Uhr und es geht wieder los mit Clinical Journal Club für diese Woche. Und im New England Journal sehen wir hier abgebildet zwei Beine. Eins ist weiß und eins ist blau. Und es geht um einen 81-jährigen Mann mit Hypertonus und kriegt dann Schmerzen und Schwellungen im linken Oberschenkel. Und bei der Untersuchung ist dieser Oberschenkel schmerzhaft, kalt, geschwollen und keine Pulse sind palpabel. Und wir haben hier fünf Sachen im Angebot und die Diagnose ist eindeutig Phlegmasia cerulea dolens, weil es die einzige Diagnose ist, die passen könnte. Es geht hier um Phlebothrombose von so einem Ausmaß, dass die arterielle Versorgung in Mitleidenschaft gezogen ist. Und darum ist dieses Bein blau, kalt, pulslos und dies ist ein chirurgischer Notstand. Wir gucken uns diese Sachen mal in Ruhe an. Und also das ist die richtige Antwort. Phlegmasia cerulea dolens, wunderbarer lateinischer Name. Polycythämie rubra vera, da ist der ganze Körper vielleicht rot, aber nicht unbedingt blau. Dies ist eine myeloproliferative Erkrankung, wo es darum geht, dass im Knochenmark die ganze myologische Reihe, das heißt Erythrozyten, die ganze Neutrophilenreihe, Plättchen werden vermehrt produziert, ohne der richtigen Kontrolle durch Erythropoietin. Diese Leute haben eine große Leber, große Milz in der Regel. Sie können plättorisch oder rötlich aussehen, manchmal auch ein bisschen bläulich, wenn sie HB haben über so um die 20, dann ist die Sättigung von diesen vielen Erythrozyten nicht unbedingt gegeben. So können sie auch bläulich sein und die Handflächen sind meistens rötlich. Die Knochenmarksuntersuchung kann verführerisch sein und es ist gar nicht so einfach hier zu unterscheiden zwischen primärer Polycythämie und sekundärer Polycythämie, weil manchmal ist PO2 ein bisschen niedrig. Aber seitdem wir JAK2-Mutationen kennen, 80% dieser Patienten sollten eine JAK2-Mutation haben. Generalisierte essentielle Telangiektasie gibt es tatsächlich. Die Pathogenese ist unbekannt. Man sollte das nicht verwechseln mit Morbus Rossler. Nämlich das sieht ganz anders aus und unser Patient hatte dieses nicht. Jetzt Phlebothrombose oder Thrombophlebitis, wenn nur die tiefen Venen involviert sind, ist das Bein geschwollen, aber nicht blau. Das wäre dann ein weißes Bein oder Phlegmasia alba dolens. Und wenn das so ausgeprägt ist, dass die arterielle Versorgung auch versagt, dann sieht das Bein so aus, wie hier gezeigt. Und diese Leute haben natürlich ein hohes Risiko, Nierenversagen zu entwickeln, Rhabdomyolyse und ähnliches. Und also das sieht genauso aus wie unser Patient von heute. Und Cellulitis haben wir letzte Woche ja schon besprochen. Da sollten die Pulse eigentlich palpabel sein. Da ist das Bein eher rötlich. Das ist eine oberflächliche bakterielle Infektion. Und das sieht dann so aus. Also das erste Thema im New England Journal ist das posttraumatisches Belastungsstörungssyndrom. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht genau, was dies ist. Während meiner psychiatrischen Ausbildung als Medizinstudent gab es diese Diagnose nicht. Das ist aber jetzt eine sehr häufige Diagnose und im Prinzip tritt es nach einem traumatischen Ereignis, muss nicht unbedingt militärisch bedingt sein, aber nach einem traumatischen Ereignis tritt dieser Zustand auf, in der Regel ungefähr 6 Monate danach, ist gekennzeichnet durch gleichzeitiger Depressionen, Angstzustände und so weiter. Und diese Patienten erleben traumatische Erinnerungen, auch häufig Albträume und ähnliches. Und dies ist heutzutage, obwohl es das nicht gab zu meiner Zeit, ist dies eine ziemlich häufige Diagnose geworden. Und es kann auch Naturkatastrophen als Ursache haben, Vergewaltigung, Krieg, politische Verfolgung, Folter und so weiter und so fort. Das ist nicht das gleiche wie
Kriegszitterer oder Schüttelneurotiker, die man während eines Kampfgeschehens früher gesehen hat, was man Granatenschock oder Shellshock im Englischen nennt. Diese Leute werden dann unfähig, ihre Waffen zu bedienen während des Kriegsereignisses, fangen an zu zittern und sind unfähig, und im Ersten Weltkrieg hat man die einfach zur Seite gezogen und als Feigling erschossen. Das macht es man jetzt heutzutage nicht so mehr, häufig mehr, aber dieser Granatenschock-Syndrom ist eigentlich ziemlich anders und als dieses Ereignis, was wir jetzt besprechen werden. Das kann man durch unterschiedliche Skalen hier auswerten. Hier ist eine, die heißt die CAPS-Skala oder Clinician Administered PTSD Scale, und das ist ziemlich kompliziert. Das sind unterschiedliche Kriterien, die hier gezeigt werden, und dann muss man die durch einen Fragebogen dann vereinbaren, ob wie der Verlauf dieses Krankheitszustandes ist. Es gibt auch andere Skalen, müssen wir die hier heute Abend nicht alle durchgehen, aber Psychiater kennen sich aus mit diesem Zustand. Jetzt in dieser Studie geht es darum, um zu sehen, ob man diese Wiedererinnerungen, insbesondere diese Albträume, vielleicht vermindern könnte. Und kleinere randomisierte Studien hatten die Idee nahegelegt, dass man mit Brazocin, das ist ein Alpha-1-Adrenorezeptor-Antagonist, das Auftreten von diesen Albträumen vermindern könnte. So hat man jetzt unter den US-Veteranen, das sind alle Leute, die im Militär gedient haben, hat man dann Patienten, 300 Patienten ausgewählt mit PTSD und hat die randomisiert zu Brazocin oder Placebo. Und dann sind die dann ausgewertet mit diesen unterschiedlichen Skalen, inklusive diese CAPS-Skala, die ich Ihnen eben gezeigt habe. Jetzt, wenn wir uns diese Leute mal angucken, die sind im durchschnittlichen Alter schon über 50, was mich ein bisschen verwundert hat. Und ja, Männer, Frauen, mehr Männer als Frauen, es handelt sich ja um Kriegsveteranen, würde man vielleicht erwarten, und Ausbildungsstatus. Aber was mich beschäftigt hat, ist diese Kategorie hier, das ganz unten ist, Experienced Warzone Trauma. Und was wir hier sehen, ist, nur 25% dieser Patienten in beiden Gruppen haben ihr traumatisches Erlebnis gehabt nach 2001. Das heißt, 75% hatten irgendein traumatisches Erlebnis vor 2001. Und dann kann man sich fragen, na, was gab's denn da? Na, das sind Amerikaner, so waren sie eigentlich nicht in dem Balkankonflikt involviert. Die Amerikaner hatten diese Veranstaltung, das hieß Wüstensturm, in Anfang der 90er Jahre in Irak. Aber der erste Präsident Bush war gescheit genug, nach 6 Wochen Schluss zu machen und die Truppe wieder nach Hause gezogen. Aber wir haben keine weiteren Informationen, was diese Leute in Wirklichkeit erlebt haben, wenn das überhaupt für dieses Gespräch interessant ist, was für im New England Journal wohl nicht der Fall war. Na, wir gucken uns das an, was dann hier mit Brazocin passiert ist bei diesen Patienten mit PTSD. Und wie wir hier in dieser Tabelle kurz sehen können, ist gar nichts passiert. Und die P-Werte sind alle unbedeutend. Und nach diesen unterschiedlichen Skalen, nach 10 Wochen, gab es weniger Albträume. Oder kann man dann dies auch uns angucken. Hier ist diese CAPS-Skala, das ist in beiden Gruppen ein bisschen besser geworden. Und diese andere Skala ist ungefähr gleich geblieben. Die Abweichungen hier sind ziemlich groß. Und ist diese Studie dann halt negativ gelaufen. Aber wir können uns wenigstens freuen, Brazocin hat den Blutdruck gesenkt, was es hier eigentlich machen sollte. Und das war so natürlich signifikant unterschiedlich, so dass der pharmakologische Effekt von dem Wirkstoff in der Tat da war, aber es hat halt die Albträume nicht weniger gemacht. Also das war die erste Studie. Jetzt die zweite Studie im New England Journal, geht es um CD38. Und ich musste auch nachschlagen, was das ist. Und das ist eine ADP-Ribosylcyclase. Das ist ein Oberflächenmolekül. Ist ziemlich wichtig in der NAD-Verstoffwechselung, was vielleicht auch mit Redox-Reaktionen irgendwas zu tun hat.
Und CD38 wird auf vielen Zellen exprimiert, aber auch auf B-Zellenreihe und auf Antikörper produzierenden Zellen und interagiert mit diesem Chemokinrezeptor CXCR4 und interagiert auch mit dem B-Zellrezeptor, der signalisiert über diese Kinase hier. Also dies scheint ein ziemlich wichtiges Molekül zu sein. Und was wir hier uns angucken, ist ein Antikörper gerichtet gegen CD38, weil es sich herausstellt, dass Plasmazellen, die natürlich CD19, CD20 nicht mehr exprimieren, exprimieren CD38. Und was in dieser Studie gemacht worden ist, sind Patienten mit neu diagnostiziertem Multiple Myelom, die nicht für Knochenmarkstransplantation in Frage kamen, wegen Alter oder erhöhten Kreatininwerte oder was weiß ich alles. Diese mit der üblichen Behandlung, das ist heutzutage Bortezomib, Mevalan und Prednison, oder plus Placebo oder plus diesen Antikörper gegen CD38. Und der heißt Daratumumab. Und den können Sie sich merken, nämlich wir werden wahrscheinlich mehr von dieser Strategie hören. Und was wir hier sehen, ist, das progressionsfreie Intervall in diesen beiden Gruppen war deutlich besser in der Daratumumab-Gruppe als in der Kontrollgruppe, die die beste Behandlung für multiples Myelom bekommen haben, die heute neu geläufig ist. Und das war ziemlich eindrucksvoll. Nämlich hier sind 30% Unterschied bei dieser Krankheit, die letztendlich letal ist. Man kann diesen Leuten natürlich heute viel mehr bieten als damals und dies ist ein zusätzlicher Erfolg. Und wir sehen Männer, Frauen, Alter, Kreatininspiegel und unterschiedliche Sachen schienen hier alle profitiert zu haben von dieser Daratumumab-Strategie im Vergleich zu Placebo. Nebenwirkungen, hier ist noch nicht Nebenwirkung, kommt gleich, residuale Erkrankung und Status und so weiter und Response, das heißt Ansprechen auf die Therapie, sieht ziemlich gut aus, 87 bis 93% und sind sie besser geworden und wie schwer beurteilt man das und sah ziemlich gut aus in der behandelten Gruppe. Nebenwirkungen, hämatologische würde man ja auch erwarten, Neutropenie, Plättchenzahl, Infektionen traten auch häufiger auf. Muss man schon sagen, und waren nicht genug Patienten und Beobachtungszeit ist zu kurz, aber so wissen können wir uns noch nicht äußern, ob das Gesamtüberleben bei diesen Patienten verbessert war, aber ich könnte es mir schon sehr gut vorstellen mit diesem ersten Ergebnis in dieser Phase 3-Studie und wir werden mehr davon hören. Und Sie werden sich daran erinnern, die Plasmazellen residieren im Knochenmark und normalerweise sind die ganz brav und machen die Antikörper, die wir brauchen. Aber beim multiplen Myelom geht es um einen malignen Klon, der sich so erweitert und entweder einen ganzen Antikörper oder Bruchteile von Antikörper produziert. Und diese Behandlung scheint einen Zusatz zu bieten im Vergleich zu was man sonst schon hatte. Das nächste Thema finde ich auch spannend, einfach von der Geschichte her, obwohl in Europa betrifft uns das nicht so sehr. Und es geht um HTL-Viren. Und das sind Retroviren, die T-Lymphozyten angreifen und die T-Zell-Leukämie oder T-Zell-Lymphom auslösen können. Und das ist in Europa nicht sehr häufig. Aber 30% von der japanischen Bevölkerung ist verseucht mit HTL-Viren und haben dann Risiko, T-Zell-Leukämie oder T-Zell-Lymphom zu entwickeln. Und diese Retroviren sind entdeckt worden in den 80er Jahren. Da ist auch AIDS zum Vorschein gekommen. Und wie wir wissen, heute wissen, ist AIDS auch von einem Retrovirus verursacht. Und wenn wir uns diese HTL-Viren angucken, die machen auch das GAG-Protein und andere Proteine, die wir schon von HIV-Virus kennengelernt haben. Und das ist ein wichtiges Thema. Und hat mich daran erinnert, ich habe Robert Gallo nicht gekannt, der ist 5 Jahre älter als ich, aber wir haben an der gleichen Penne in Philadelphia Medizin studiert.
Und in den 80er Jahren war der der Erste, der dieses diese Retroviren aufgeklärt hat, die T-Zell-Leukämie und Lymphom auslösen. Und im Laufe der 80er Jahre hat er eine Probe bekommen von Luc Montagnier aus Frankreich und wie das so war. Er hat es erkannt, dass dies Retrovirus ist und dass es HIV-Virus bedeuten könnte. Und die haben sich dann gestritten, wer war hier der Erste. Und Luc Montagnac und seine Gruppe haben hierfür einen Nobelpreis bekommen. Aber Robert Gallo, der auch ziemlich verbissener Typ ist und wahrscheinlich immer noch ist, ist nicht leer ausgegangen. Der hat genug Preise gekriegt und alle waren gut gekrönt. Jetzt, was ich nicht wusste, ist, dieses HTLV1-Virus kann auch eine ziemlich grässliche transverse Myelitis auslösen, da diese T-Zellen, die sind dann eigentlich im Prinzip maligne, wenn sie schon betroffen sind von dem Virus, invadieren das zentrale Nervensystem, nicht das Gehirn, aber Rückenmark und können diese grässliche transverse Myelitis auslösen bei Patienten, die dann entsprechend gelähmt sind. Und das ist ein ganz großes Problem, wo HTLV1-Virus häufig vorkommt, wie zum Beispiel in Japan. Und diese Studie kommt aus Japan. Kann man diesen Leuten was bieten? Und die Antwort ist nicht viel. Aber diese HTL-Viren wie auch HIV-Virus haben etwas mit Chemokinrezeptoren zu tun. Und HIV-Virus zum Beispiel braucht einen Chemokinrezeptor, der heißt, ich glaube es ist CXCR5, ich habe ihn mittlerweile auch vergessen, Leute, die homozygot sind für Abwesenheit dieses Chemokinrezeptors, sind HIV-Virus resistent. Das ist auch erst in Berlin beschrieben worden übrigens. Na gut, jetzt dieses HTLV1-Virus benötigt auch einen Chemokinrezeptor und der heißt CCR4. Und Chemokine, wenn Sie dachten, Zytokine werden schlecht genug, diese Chemokine sind beinahe unmöglich. Und da sind sie alle hier gelistet, Chemokine und dann die entsprechenden G-Protein gekoppelten Rezeptoren, die haben. Diese haben, sind hier auch alle gelistet und das ist ein ganzes Studium für sich, um dieses Gebiet zu verstehen. Aber es geht in dieser Studie um einen Antikörper gegen CCR4 und das sollte eigentlich dazu führen, dass die Angreifbarkeit von diesem Retrovirus gebremst ist. Und dieser Antikörper heißt, kann ich gar nicht aussprechen, können Sie einfach lesen, Mogamiluzum irgendwas. Gut. Und in dieser Studie aus Japan ist dieser Antikörper gegen CCR4 angewendet worden bei Patienten mit dieser schrecklichen transversen Myelopathie, um zu sehen, ob es die Zahl von infizierten T-Zellen reduzieren könnte und ob es den Verlauf dieser Krankheit verbessern könnte. Dies ist ziemlich kompliziert und betrifft uns nicht so sehr hier in Europa, Gott sei Dank, aber was wir hier sehen, ist die HTLV1-Belastung von rundkernigen Zellen im Blut ist in einer dosisabhängigen Art und Weise hier über 85 Tage schon beträchtlich abgefallen. Und dieser Entzündungsmarker im Liquor ist ähnlich auch abgefallen. Dieser Entzündungsmarker ist ein Neopterin, das ist ein Botenstoff des Immunsystems, das man im Liquor messen kann. Und dann unterschiedliche Skalen, was die Leute mit dieser transversen Myelitis leisten konnte. Und das hat sich auch tatsächlich verbessert bei diesen Patienten. Und hier sind unterschiedliche Skalen, die angewendet werden, um das auszuwerten. Also die Leute, die noch nicht zu weit vorangeschritten waren, haben sich tatsächlich verbessert. Dies ist so ähnlich wie diese Rankin-Skala, die wir bei Schlaganfallpatienten auch schon besichtigt haben. Und wir sehen hier einen Abfall von diesen Entzündungszeichen und die Leute haben sich tatsächlich etwas verbessert und das kann man auch hier in diesen Flusszytometrie-Untersuchungen hier feststellen. Man hat tatsächlich die
virale Belastung hier mit diesem Antikörper bei diesen Patienten herabsetzen können. Und ich würde denken, dass das auch bei den Patienten, wenn die Patienten dann T-Zell-Lymphom oder T-Zell-Leukämie bekommen, dass das auch helfen könnte. Also das ist das Endergebnis dieser Studie. Und hier ist nochmal CCR4 und wie der funktioniert und mit Liganden. Und den kann man dann blocken durch diesen Antikörper. Und das könnte, hat diesen Patienten anscheinend geholfen. Jetzt Übersicht im New England Journal war Posttransplantations-Lymphoproliferative Störung. Es geht hier im Prinzip um B-Zell-Lymphome, die sich entwickeln bei transplantierten Patienten. Das kann natürlich auch vorkommen bei Patienten, die Stammzelltransplantationen kriegen, selbstverständlich. Aber hier geht es um Patienten, die solide Organe bekommen. Und ich kenne dies noch von meiner Jugend, wenn nierentransplantierte Patienten, das trat meistens auf als ZNS-Lymphom und war beinahe immer tödlich. Das wird jetzt häufiger. Bei Nierentransplantation ist nicht so häufig, aber bei Herz- und Lebertransplantation ist noch häufiger, bei Lungentransplantation und bei Menschen, die mehrere Organe transplantiert bekommen auf einmal, läuft das so ungefähr 20%. Und früher war das so, dass es schien Epstein-Barr-Virus abhängig zu sein. Das heißt, der Patient war Epstein-Barr-Virus negativ, was nicht so häufig vorkommt, weil die Verseuchung von Epstein-Barr-Virus bei uns liegt wahrscheinlich bei 70%. Aber wenn das Organ von einem Epstein-Barr-Virus-Träger kam, dann bestand die Möglichkeit, dass Zellen von dem Empfänger dann letztendlich sich entarten würde zu der Entwicklung von einem B-Zell-Lymphom. So, das war so die Lehre und das ist hier dann auch schematisch gezeigt. Epstein-Barr-Virus-Infektion und Epstein-Barr-Virus-Belastung, obwohl mir nicht bekannt ist, dass die Mononukleose-Symptome kriegen, aber auf alle Fälle entwickeln sich hier dann diese Lymphozytenproliferation und letztendlich die Entwicklung von irgendeinem B-Zell-Lymphom. Und was mich verwundert hat, ist, das war früher, aber heutzutage sind die Hälfte von allen B-Zell-Lymphomen, die sich bei transplantierten Patienten entwickeln, anscheinend unabhängig von Epstein-Barr-Virus, von diesem Schema, was ich Ihnen gezeigt habe. Und so ist die molekulargenomische Struktur von diesen B-Lymphozyten auch anders als bei denen, die befallen sind durch Epstein-Barr-Virus. Das wird hier alles erklärt. Lange Geschichte, auch ein langer Sinn. Wie werden diese Leute behandelt? Kann man die Abstoßungstherapie vielleicht senken, um die Entwicklung des Lymphoms zu bremsen? Kann man manchmal machen, aber häufig auch nicht. Diese Lymphome treten auch auf außerhalb der üblichen Bereiche, das heißt außerhalb Lymphknotenbereiche. Dann können diese Lymphome vielleicht operiert werden oder zusätzlich bestrahlt werden, aber im Prinzip ist es wie jedes andere B-Zell-Lymphom und das kannst du merken. R-CHOP ist die gängige Behandlung und diese Lymphomen werden überwiegend auch mit R-CHOP behandelt. Und das ist so einigermaßen zufriedenstellend, aber nicht komplett. Das wird hier dann, die Endergebnisse sind nicht so zufriedenstellend und Verlust von transplantierten Organen kommt auch vor und dann sollte man diese Leute dann nochmal transplantieren, wenn sie mal schon mal so ein B-Zell-Lymphom gehabt haben. Das wird hier alles diskutiert. Und was am Horizont ist, die Bruton-Kinase ist bei der B-Zell-Entwicklung spielt das eine Rolle und da gibt es ein Inhibitor dafür und vielleicht sollte man diese Leute mit mTOR-Inhibitoren eher behandeln und Proteasomenhemmung und diese anderen Sachen sind am Horizont. Also wenn Sie mit organtransplantierten Patienten zu tun haben, dann müssen Sie über diesen Zustand PTLD etwas wissen, weil das taucht immer häufiger auf. Hier ist eine Frage im New England Journal und wenn man solche Multiple-Choice-Examen
Wenn man mit denen konfrontiert ist, muss man sich die Muße nehmen, um diese Fragen vorsichtig zu lesen und ein bisschen drüber nachzudenken, anstatt einfach irgendwas abzuhaken. Und es geht hier, welche der folgenden Prophylaxe-Überlegungen sind angebracht für einen 29-Jährigen, der eine Operation an der Tibia bekommt. Und es wird dann auch weiter erklärt, der soll 2 bis 3 Tage im Krankenhaus verbringen, aber dann wird er nach Hause geschickt und man rechnet damit, dass er mindestens für 3 Wochen nicht gehen kann. Das heißt, er wird dann immobilisiert sein für 3 Wochen nach OP. Na, erstens, niedermolekulargewichtiges Heparin ist bei diesen Patienten praktischer anzuwenden als unfraktioniertes Heparin. So sucht man die sämtlichen Antworten aus, wo drin steht Low Molecular Weight Heparin. Und da sind 3. Und die sind unterschiedlich bezüglich der Länge der Behandlung. Und was wir hier haben wollen, ist die ganze Zeit der Immobilisierung müssen wir abdecken und 3 Wochen danach. Und die einzige Antwort dafür ist diese erste. Und so würde man sich das überlegen. Obwohl die Leitlinien etc. ist alles noch ein bisschen unklar oder ist wenigstens für mich unklar. Dann im New England Journal, der Hochdruck wird jetzt wieder neu definiert. Und so können wir noch mehr Patienten dazu addieren und das wird natürlich den lieben Freunden in der Industrie entgegenkommen. Und mit den neuesten Definitionen könnten wir auch überlegen, alle mit einem Blutdruck zwischen 130 zu 80 zu behandeln. Das wäre dann beinahe alle Erwachsene. Und das würde dann 31 Millionen Leute zu den Hochdruckpatienten addieren und das wird jetzt groß diskutiert und das war im ersten Blatt genauso und der Herr Miedeke hat sich darüber geäußert und hat bemerkt, dass die Blutdruckbehandlung in Deutschland besser wird, was natürlich sehr erfreulich ist, aber im selben ersten Blatt Heft musste ich feststellen, dass die Qualität der Blutdruckmessung, wir sehen hier, der Herr Chefarzt kommt hier vorbei, flutscht vorbei und misst schnell den Blutdruckchefarzt, weil man das an dieser teuren Uhr erkennen kann. Und der ist gerade auf dem Weg nach Tegel, um nach Mallorca zu fliegen und misst noch schnell den Blutdruck. Also so durch einen Sweatshirt bei dieser Frau, die irgendwie da gespreizt da, also das ist alles Mist. Okay, gut. Die Selbstmessungen sind auch katastrophal. Ja, wenn man ein gutes Gerät hat und das standardisiert macht. Dann legen sie ja falsch an. Ja, man muss es den Leuten halt beibringen. Das Gefäß anlegen, den Sensor, sondern der hängt hier irgendwo, dann ist das Blutdruck ein anderer. Blutdruckmessung hat sich in 120 Jahren nicht verbessert. Wir können das ganze Genom sequenzieren, aber Blutdruck kann man immer noch nicht messen. Na gut. Hier war dieses Kleinkind von letzter Woche mit diesem Herpes Panabitium und hier können wir die Bläschen im Mund sehen und wie die Handfläche aussah. Und das Kind ist antiviral behandelt worden mit Valacyclovir und dem ging es dann besser. Und dann dieser Fall, den haben wir schon einmal diskutiert, war dieses neugeborene Kind mit Thrombozytopenie, Katarakte in beiden Augen und eine große Leber und eine große Milz. Und es ging darum, dieses eine Mutter ist schwanger geworden in Nigerien, kommt daher, kommt dann nach Boston, hat Antikörper gegen Rubella, aber man weiß nicht, wo sie die Antikörper her haben. Impfen gegen Rubella ist natürlich in Europa und Nordamerika Standard, aber in Nigerien nicht. Und dann ist die Frage, was hat dieses arme Kindchen und hat nur 14.000 Plättchen und hat eine große Leber und eine große Milz und bei den Untersuchungen hat es auch zerebrale Kalzifizierungen, die bei Toxoplasmose und anderen Zuständen auch vorkommen können. Und Mutter hat eine negative Test für Reagin, das heißt der Syphilis-Test war negativ, so ist das unwahrscheinlich und dann Zytomegalie-Virus ist auch getestet worden mit PCR, aber war negativ. So, es passt alles am besten zu Rubella, inklusive diese Knochenveränderung, die wir hier im Röntgenbild sehen. Kind hat auch ein Geräusch. Das war ein offenes Ductus Brutalli, wie ich hier gelernt habe. Und
Das war dann die Diagnose und diese ganzen klinischen Ereignisse hier mussten wir damals auswendig lernen, aber Sie wahrscheinlich nicht mehr, weil Gott sei Dank sollte es dies in Europa eigentlich nicht mehr geben. Probe Mundabstriche ist nach Atlanta geschickt worden und war positiv für Rubella. Dann, dies hat mich interessiert, es gibt einen oralen Impfstoff gegen Cholera und die Frage ist, könnte man diesen Impfstoff akut anwenden während einer Cholera-Epidemie? Nämlich meistens, um Resistenz gegen Cholera zu kriegen, ist das ganze Schema ist dreimal impfen. Aber hier ist während einer Cholera-Epidemie in Sambia Leute, die ein Risiko hatten, um Cholera zu bekommen, einfach mit einer Dosis von diesem Impfstoff behandelt worden. Und die haben dann weniger Cholera-Fälle aufgewiesen als die Leute, die nicht geimpft worden waren. So ist es möglich, dass während einer akuten Epidemie könnte man flächendeckend Leute mit diesem oralen Impfstoff das schon anbieten, um diese Epidemie dann zu bremsen. Jetzt sehen wir im Lancet. Und es geht wieder mal um Gewichtsabnahme. Und wie wir schon an Herrn Gabriel erkennen können, ist Magen-Bypass-Operation eine effektive Maßnahme, um Gewicht abzunehmen. Und wir haben auch gelernt, dass wenn die Leute 30 Kilogramm abnehmen nach so einer Operation, ist Typ-2-Diabetes rückläufig. Und Auftreten von Typ-2-Diabetes ist dadurch vermindert. Und hier in UK war die Fragestellung, könnte man das auch mit Diät erreichen. Ja gut, wie soll man das machen? Wir können hier keine KZs aufmachen oder was kann man machen? Na, man hat hier Leute rekrutiert und hat die für 3 bis 6 Monate mit einer flüssigen Nahrung behandelt. Das wird auch in Berlin gemacht und wenn die Leute machen das ganz gerne, dann müssen sie nichts ausgeben für Essen für 6 Monate, können einfach dieses flüssige Zeug trinken und die nehmen schon ziemlich flott ab. Und diese Probanden hatten Diabetesrisiko und hatten einen HbA1c-Spiegel über 6,5 und der Endpunkt war hier, um zu sehen, ob mit Abnahme, ob der HbA1c-Spiegel sich wieder normalisieren würde zu einem Wert von unter 6,5. Und hier sehen wir die Leute in der Kontrollgruppe und die Leute, die nicht in der Kontrollgruppe waren. Und was wir hier sehen können, ist tatsächlich, umso mehr sie abgenommen haben, umso mehr waren die Zahl der Patienten, die dann HbA1c-Spiegel hatten von 6,5. Das heißt, man könnte mit der Diät im Prinzip das Gleiche erreichen wie mit der Operation. Und wenn sie über 15 Kilo abgenommen haben, dann war die Ansprechbarkeit zu diesem Endpunkt schon beträchtlich. Aber was uns nicht erzählt wird, ist, wie sehen die Leute nach 2 Jahren aus? Und wir wissen von diesen Studien, dass nach 2 Jahren ist dieser Jojo-Effekt oder Wiederauftreten von Adipositas natürlich viel mehr ausgeprägt als mit der Operation. Aber sonst Lebensqualität, Blutdruck ist abgefallen und diese sämtlichen Sachen, die man gerne abfallen sehen würden, sind abgefallen. Und wenn sie hier Phase not completed, bedeutet Therapieadhärenz war weniger als wünschenswert und dann haben sie dann natürlich wieder zugenommen. Und gab es Nebenwirkungen? Na, eine Inzisionshernie sollte man ja nicht sehen und das war auch nicht der Fall. Und, also das war zu vernachlässigen. Also man könnte im Prinzip mit einer radikalen Diät das gleiche erreichen wie mit der Operation. Dann waren da Impfstudien in Lancet. Es geht um neue DNA-Impfstoffe gegen Zika-Virus. Und diese Studien hier, es geht nicht um das Auftreten von Zika-Infektionen, aber ob die Leute neutralisierende Antikörper entwickeln gegen Zika-Virus. In diesen unterschiedlichen Gruppen werden hier 2 Studien auf einmal ausprobiert, um die Effektivität von diesen Impfstoffen hier zu bewerten. Und Nebenwirkungen sind hier gezeigt und
Gelenkbeschwerden und Temperaturanstieg und ähnliches, das trat natürlich auf. Und hier sind auch Zellen untersucht worden, T-Zell-Antworten 4 Wochen nach Impfung. Aber was wir hier sehen, ist das tatsächlich Auftreten von neutralisierenden Antikörpern in diesen beiden Studien hat stattgefunden. Und man ist zuversichtlich, dass mit diesem Anstieg, dass dann ein Schutz gegen Zika-Virus stattfinden soll. Und diese Impfstoffe, die schon in nicht-humanen Primaten ausprobiert worden sind, waren sicher und immunogen und sollten einen Schutz gegen Zika-Virus darstellen. Dann eine große Auswertung in UK. Es geht um 4 Millionen Menschen, sind ausgewertet bezüglich des Auftretens von Herzinsuffizienz. Herzinsuffizienz und Definition davon haben wir letzte Woche schon besprochen. Dies ist im Prinzip eine Kodierungsstudie. Und die Leute werden nach ICD-Nummern hier kodiert, ob sie Herzinsuffizienz haben oder nicht. Das beruht dann auf die Qualität und die klinische Ausbildung der Kodierer, ob dies wirklich stimmt. Aber wenn 4 Millionen Leute ausgewertet sind, können wir vielleicht hoffen, dass es gestimmt hat. Ich habe leider eine neue Brille und ich kann es jetzt lesen. Ja, ich wollte es. Ich kann es nicht lesen. Aber spielt keine Rolle. Ich musste das auch im Supplement erst finden. Es ist nach ICD-Nummern hier kodiert worden. Und da gucken wir uns diese herzinsuffizienten Leute an und in welchem Jahrgang sie waren, Männer und Frauen. Und man beschäftigt sich sehr mit deren sozialen Status und systolischen Blutdruck und BMI und ob sie geraucht haben oder Ex-Raucher sind und ob sie Vorhofflimmern haben und chronisches Nierenversagen, das ist hier alles aufgetreten. Und was wir hier sehen, ist, auf links ist die standardisierte Inzidenz Herzinsuffizienz in einer europäischen Standardbevölkerung und hier ist UK. Und wenn die Leute älter werden, dann gibt es natürlich mehr Herzinsuffizienz. Und wir können hier 2002 bis 2014 hier vergleichen. Und es sind schon Unterschiede da. Und die Prävalenz steigt. Die Leute werden älter und sind mehr alte Leute da. Und haben die dann auch zusätzliche Probleme, Anämie und Krebs und Nierenversagen und Demenz und Depressionen und was es alles sonst noch gibt, würde ich denken. Und dass die Komorbiditäten, wenn die Leute älter werden, die steigen dann auch. Und wenn wir uns dann diese Kurven hier angucken, was wir hier sehen, ist, wenn man das mit einfachem Blick drauf wirft und nach Inzidenz anguckt, dann ist die Inzidenz eigentlich vielleicht sogar ein bisschen besser geworden. Aber die Prävalenz, da es mehr alte Leute gibt, ist dann nicht so ermutigend. Und was soll man damit anfangen? Weiß nicht genau, aber was man betrachten sollte, ist, dass die Inzidenz von Herzinsuffizienz, das eine Lebenserwartung hat von unter 5 Jahren, aber wenn man 85 ist, vielleicht reicht das auch, weiß es nicht genau. Aber das ist genauso wie die 4 häufigsten Krebsarten, Lungenkrebs, Brustkrebs, Magen-Darm-Krebs und Prostatakrebs zusammen addiert. Was soll man damit anfangen? Na, Herzinsuffizienz wird ein gesellschaftliches Problem sein, betrifft uns vielleicht allen. Wenn wir diese 4 Krebsarten vielleicht überleben, dann können wir uns auf die Herzinsuffizienz dann freuen. Jetzt wieder ein Mega-Review in Lancet um den Klimawandel. Dies ist ernst. Dies ist wirklich ernst. Ich denke, Trump ist dagegen. Aber und was die Amerikaner damit machen, ist wahrscheinlich egal. Es gibt nicht genug von denen. Das sind wirklich nur, die machen viel Radau, aber sind sie von Bedeutung? Es gibt nur 300 Millionen von denen und wir reden jetzt von 7,5 Milliarden Menschen auf dem Planeten. Und dies ist ein Problem. Und das wird dann diskutiert und
was kann man damit anfangen? Und das sollte man sich angucken, weil in der Tat wird es wärmer. Und die Fläche, die hier involviert sind, es variiert natürlich von Jahr zu Jahr. Und aber die Tendenz ist steigend. Und dann können wir uns streiten, wie viel die Menschen dazu beitragen und wie viele vielleicht einfach Schicksal oder Vulkane oder was weiß ich alles. Aber ich glaube, es ist ziemlich überzeugend, dass die massive Anzahl an Menschen auf dem Planeten erheblich dazu beitragen. Und was wir hier auch sehen ist, was ist die Leistungsfähigkeit von Leuten, die arbeiten? Was ist Labor Capacity? Das ist im Prinzip Leistungsfähigkeit von Arbeit. Und das fällt ab mit den steigenden Temperaturen. Und man kann vielleicht 40 Grad Celsius aushalten, aber mit 50 kann man die Körpertemperatur, eigene Körpertemperatur nicht mehr regeln. Und wenn man älterer Mensch ist, dann ist das, kann man das sowieso vergessen. Und dies ist ein ganz, ein beträchtliches Problem, weil wir sehen, dass die Leistungsfähigkeit von Arbeit in den wärmeren Ländern natürlich beträchtlich mehr abfällt als anderswo. Und dann Todesursachen, Deaths affected und Occurrences und Trends und was es alles sonst noch gibt, wird überall schlechter, während die Anzahl von Menschen, die betroffen sind durch Dürre und was es alles sonst noch gibt, über die Zeit dann auch steigt. Und natürlich hat das einen Einfluss auf Dengue-Fieber und Malaria fällt aber ab, malignes Melanom, kann man sich vorstellen, steigt. Wir kämpfen gegen Diarrhoeerkrankungen, aber diese Sachen werden wichtiger werden, sodass die Letalität dann auch steigt. Und das können wir hier uns, diesen Plot hat zu tun mit Dengue-Virus und dass die Moskitos sich vielleicht über diesen Zustand nicht so stören und in den unterschiedlichen Ländern, wo das eine Rolle spielt. Und dann muss man auch in Betracht ziehen, wo bereitet man sich auf diese Sachen vor und wo auch nicht. Und in großen Teilen des Planeten, no data available, das heißt wahrscheinlich auf gut Deutsch, interessiert die Leute nicht besonders. Aber was da auch erwähnt wird, ist, dass in großen Strichen von Nordafrika hat es in den letzten 10 Jahren gar nicht geregnet. Und wenn die Bevölkerung sich in den letzten 30 Jahren verdreifacht hat, kann man sich schon vorstellen, dass dies ein Problem ist. Das mag sein. Und man sollte über dieses Gebiet was wissen, was auf uns zukommt. Ich wollte eigentlich den Donald einen Tweet schicken mit diesem Review, aber ich dachte, naja, das englische Sprache ist ja auch nicht sein Hauptgebiet. jetzt möchte ich Sie noch, bevor wir auseinandergehen, mit diesem Fall belasten. Und es geht um einen 73-jährigen Menschen, der wohnt in England, kommt eigentlich aus Pakistan. Und man muss die Sachen vorsichtig angucken, nämlich seine Vorgeschichte ist bedeutend. Chronische Pankreatitis in 2002, aber keine Alkoholanamnese. Vorhofflimmern, okay, kardiovertiert, hat eine Ablation gekriegt, eingeschränkte Nierenfunktion und hat diese komische rechter Oberlappen Pneumonie. Das ist in der Vorgeschichte und der kommt rein mit respiratorischen Symptomen, ist kurzatmig im Prinzip und kriegt diese ganze Palette an Präparaten hier. Durchschnittsmensch, 73 Jahre alt, kriegt 9 Tabletten und der ist keine Ausnahme, der kriegt auch 9 Tabletten. Und dann ist die Frage, was ist denn das? Und das erste Frage ist seine Blutgase. Ich liebe ja solche Sachen, Blutgasen, Elektrolyte. Und wir gucken uns, der hat einen pH von 7,40, das heißt 40 Nanomol pro Liter ist okay. Hat einen PO2 von 8,6 Kilopascal. Nicht in Panik geraten, PO2 von 100 wäre 14 Kilopascal, also der hat ein PO2 von so 55. PCO2 ist 8,4, sollte nicht über 5 sein, also der hat ein PCO2, ist wahrscheinlich so 63 mm Hg, also der alveoläre Hypoventilation.
Da muss er natürlich darauf reagieren und da seine Nieren noch einigermaßen funktionieren, kann er seinen Bicarbonatpegel hochsteigen von 24 auf 34. Also dies ist eine überkompensierte chronische respiratorische Alkalose, falls uns jemand das fragen würde. CRP ist erhöht und eingeschränkte Nierenfunktionen sehen wir da. Und dann werden wir natürlich gefragt und antworten dann ganz klug, chronische respiratorische Azidose. Sie ist überkompensiert, aber das wollten Sie nicht wissen. Das dazu, und dann gucken wir uns dieses Röntgenbild an. Donnerwetter, die linke Seite sieht vielleicht gar nicht so schlecht aus, aber die rechte Seite, Lunge ist kontrahiert und hier oben diese erhebliche Vernarbung, Trachea ist nach rechts verzogen, hier ist irgendwas ziemlich Schlimmes los. Und was könnte dies sein? Pakistan würde man vielleicht, könnte dies TBC sein? Könnte. Könnte aber auch vielleicht andere Sachen sein. Und hier, heutzutage macht man CT und wir sehen diese massive Vernarbung und Konsolidierung, Vernarbung und dann eigentlich Schrumpfen und von diesem ganzen reichen Oberlappen. Und dann wird uns gefragt, na, was ist es? Reaktivierung von TB könnte sein. Amyloidose von der Lunge würde ich nicht denken. Tumor kann man nie ausschließen, aber dies ist im Prinzip eine chronische organisierende Pneumonie, organisiert sich in einer Vernarbungsart und Weise. Gut. Dann kriegt er dann lauter Untersuchungen hier. Könnt ihr alles lesen, alles ziemlich. Aber was ein ins Auge fasst, ist, um einzuatmen, muss man einen negativen Sog aufbauen. Und normal ist, dass man einen Sog von minus 20 cm Wassersäule aufbauen kann. Und der schafft nur 3,9. Also mit seinem Muskelapparat, Nervenmuskeln, was auch immer diese Zwerchfelle und ähnliches betreibt, funktioniert so gut wie gar nicht. Und dann werden wir das auch gefragt und dann antworten wir einfach Respiratory Muscle Weakness. Und dann können wir uns diese Untersuchung, was der tatsächlich schaffen kann und was er schaffen sollte, können wir uns dann angucken. Das heißt, seine respiratorische Muskelpumpfunktion ist erstens überbelastet und funktioniert dann gar nicht. Und warum das der Fall ist, können wir uns dann überlegen, was mit dem los ist. Und dann sehen wir, dass er auch beide Parotisdrüsen sind vergrößert. Sieht so aus, als würde er Mumps haben. Er hätte lieber sein Gesicht gesehen, aber hat man mit Ultraschall festgestellt. Dann erfahren wir, dass seine IgG-Konzentration doppelt normal ist. Und dann sagen wir, okay, was hat er denn? Chronisches Nierenversagen, große Parotisdrüsen, hat schon Pankreatitis gehabt. Dann hat er diese komische Lungengeschichte, organisierende Pneumonie und hoher IgG-Spiegel. Und dann kriegen wir schon eine Differentialdiagnose dahingestellt. Und dann wurde, was soll man machen? Und hätte man schon vielleicht lange eher machen sollen. Ist eine, wie wäre es denn mit einer Biopsie? Und anstatt Benz Jones würde mir nie einfallen, ein Subscan, weiß gar nicht, was das ist, Knochenscan würde mir nicht einfallen, Nierenbiopsie, gehen wir mal, wo das Geld liegt. Und das liegt in der Lungenbiopsie. Und was wir hier sehen, ist Vernarbung, Konsolidierung, das sieht alles schrecklich aus, aber man hat gefärbt für EGG4. Und das ist natürlich beträchtlich positiv. Und der hat eine EGG4 bezogene Krankheit und früher gab es Morbus Ormond, retroperitoneale Fibrose und es gab dieses komischen Schilddrüsenstruma von Herrn Riedel. Das war eine fibrosierende Geschichte und diese sind fibrosierende Krankheiten. Dann hat man in den letzten 10 Jahren eine chronische Pankreatitis, nicht alkoholbezogen, passt auch damit ein, Parotisdrüsen, alles Mögliche. Und ich habe immer noch nicht verstanden, für was IgG4 gut ist. Aber ich weiß, für was es schlecht ist. Und es ist bezogen mit diesen komischen fibrosierenden Zuständen. Und da können Sie drüber lesen. Sogar im Ärzteblatt gab es eine Übersicht darüber. Und dann kann man sich das angucken, was der Mikulitz-Syndrom ist, auch mit dieser Struma-Bildung. Aber das Bild ist nicht typisch.
die Fibrose ist nicht typisch. Die haben eine storiforme Fibrose und die müssen auch eine Flebitis haben. Er wird alle drei haben. Nur die IgG4-positiven Zellen reichen für die Diagnose nicht. Du kannst dann nicht beim Wehen dann vermehrt IgG4-positive haben. Herr Schneider, unser Pathologe, hat mir erklärt, das ist richtig, die müssen noch diese Flebitis haben. Die haben storiforme Fibrose. Oder in der Niere habe ich auch mal einen Fall gesehen, eine tumorförmige Und wie heißt dieses Fibrose nochmal? Storiform. Das ist so Sternchen, also so in so. Ja, diesen Ausdruck habe ich auch schon mal gelesen. Es gibt ja diese maligne Fibrose, Histiozytose, die hat auch diese Storiform-Fibrose-Muster. Okay, also Gefäßveränderungen, diese sternförmige Fibrose und dann diese Verablagerung, nämlich IgG4 zirkulierende Spiegel sind nicht immer hoch. Nicht immer und alleine nur die 4-positiven Zellen reicht auch nicht. Also die müssen natürlich mit erhöht sein, aber man muss die auch testen gegen gesamte IgG4-positive Zellen oder 1038. Aber die haben auch in der Niere nicht so sehr, aber in den anderen Organen, gerade in der Lunge, müssen die auch eine Flebitis haben. Also die Rheumatologen haben da diese Trias festgelegt. Also wenn das nicht alles zusammenkommt, dann kann man die Diagnose nicht stellen. Hier ist natürlich kommt dazu, dass so viele typische Organe befallen sind. Ja, das hat geholfen. Das mit dieser Pankreatitis hat geholfen. Also gucken Sie sich wenigstens eine Übersicht im deutschen Ärzteblatt an. Ich fand den ziemlich hilfreich. Da sind auch Histobilder drin und dann können Sie das vergleichen mit, was Herrn Schneider uns erzählt hat. Also hier sind unterschiedliche Organe, die betroffen werden können. Und herzlichen Dank, dass Sie dabei waren. Und nächste Woche geht es wohl weiter.